Hallo ihr lieben YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Haus Flipper 2. Heute mit Kamera, war letztes Mal ja auch immer mit Kamera, aber war ja immer mit Overlay von Twitch. Heute mit eingebundener Kamera direkt in der Aufnahme. Darum, wenn ich muss mich daran gewöhnen. Nach da zu pusten. Warte. Boah, Mario, Junge, der schläft wie Sau, Mann. Der hat doch schon bestimmt Zwiebelmett oder sowas gefressen. Grüße ich mal lieber. So, was ist denn Plan heute? Wir gucken einfach mal erstmal in die Montage, ne? Können wir nachher auch machen. Wir gehen erstmal E-Mails und gucken, was hier Phase ist. Oder? Ups. Mario, was gab's denn heute zu essen? Das war so knattert, ey. Ich möchte das Haus. Ich möchte, dass mein Haus umgestaltet und neu möbliert wird. Die Hauptsache ist, dass es sich gemütlich und wärmer anfühlt. Ich brauche auch ein getrenntes Büro. Mit all diesem offenen Raum kann ich mich nicht konzentrieren. Der Essbereich und das Gästezimmer können weg. Die brauche ich eh nicht. Also er ist quasi nicht auf Deutsch gesagt und er kriegt halt auch keinen Besuch. Es ist nicht so, dass das Haus schlecht gebaut ist, aber es passt einfach nicht zu mir. Sie kennen den eleganten, minimalistischen Stil, für den die Azenzo-Firma bekannt ist vielleicht. Ich brauche etwas, das praktisch und gemütlich ist. Im Moment fühlt es sich zu sehr wie ein Hotel an. Versuchen Sie bitte, meine Pflanzen nicht zu beschädigen. Sie sind mir teurer als die meisten Leute in meinem Leben. Oha, was? Oh, Chivapchichi, sau lecker. Ah, mag ich auch sehr, sehr gerne, Chivapchichi. Nara, danke schön für dein Lurk. Oh, Chivapchichi, lecker. Ist Piotr ganz oft. Oh ja. Oh doch. Warum hört man hier nichts im Spiel? Haben Sie gerade Frische bei Lidl? Ah. Wann? Wo bin ich? Ich weiß nicht. Also jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ja, ich. Heute habe ich selbstgemachte Calzone gegessen. Mal gucken, die Woche vielleicht dann nochmal Schivapchichi. Oh doch, das Haus sagt mir aber zu, du. Das ist schon ganz schick. Richtig snobby. Ich frage mich nur, warum ist es überall immer sauber hier? Aber da hier wurde gemacht, wo gemacht werden soll, sieht es aus wie Sau. Hier soll wohl die Wand raus, ne? Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir machen erstmal hier Müll. Pizzakarton. Verkaufen. Tisch und Stühle erstmal weg. Ja, was ist das? Ach, das war ein Tablet, ne? Die Pflanzen sehen ihn mehr wert als manche. Die Pflanzen. Naja, wieder wie er will. Okay, das soll bleiben. Die Uhr noch. Okay. Hä?
bauen. Ach so. Ja, okay. Ah, dazu dann. Okay. Ist klar, machen wir das. Und nach oben durch. Man muss ja von außen dann aber auch, ne? Warte, Mann, alles geschmeidig im Schlüpferohr. Wach, dem in die Augen, Piss mit den Augen. Moin, heißt das! Muss so von der anderen Seite dann auch noch gemacht werden. Also, ich war bei einem, Dankeschön für deine 20 Biddies auf jeden Fall, Lino. Vielen, vielen lieben Dank. Also, ich war bei einem Team drin und da ist einer drin, der redet wie der Schäfer von Shaun das Schaf. Und ich habe den nachgemacht und habe auf die Fresse bekommen. Dann hat er mich mit einer Kiste verkloppt und ich bekomme einen Mecker, weil ich angeblich mit Kartoffeln geschmissen habe. Oh, wow. Hallo Fresh, größter Schmutzladen. Hello Fresh, größter Schmutzladen. Was? Du wurdest auf Arbeit verprügelt von jemandem mit einer Kiste? Weil du ihn nachgemacht hast? Kira, danke schön für deinen Lurk. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie geht das da jetzt weiter, das Thema? Vorteilspunkt. Ja, Commander, alles geschmeidig im Schlüpferohr. Wach, dem in die Augen, Piss mit den Augen. Tut mir leid, ja, bitte für die 20 Bits. Was ist mit der Kohlen? Ja, das interessiert. Was für Lurk? Hast du nicht geschrieben Lurk? Ach nee, Vanetta hat geschrieben, was hast du denn geschrieben? Nee, du hast einfach nur getanzt. Ja, Commander, alles geschmeidig im Schlüpferohr. Wach, dem in die Augen, Piss mit den Augen. Hab eine Abmahnung bekommen. Du hast na gut, du hast sie nachgeäfft, ne? Aber du wurdest verprügelt. Junior, mein Lieber, vielen lieben Dank für deine 100 Biddies. Du denn da, Mann? Sorry, Kira, ich hab da irgendwie was anderes gelesen. Tut mir leid, kommt nie wieder vor. Weil ich dich jetzt rausschmeißen werde. Quest. Streichen. Hier so in die Tür rein. Ja, obwohl, warte, wir streichen erstmal da, wo soll. Du weißt ja manchmal selber, wie das ist, Kira. Manchmal liest man Sachen, die hier stehen da eigentlich gar nicht. Das ist manchmal komisch. So. Oh, ey. Toni? Ruf Toni mich schon wieder an. Hab keine Bits mehr, Orwa. Du Rattenkitzler. Ja, kannst du nicht mehr schreiben jetzt. Ey, Lino, vielen lieben Dank für deine ganzen Biddies. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, wir gehen mal ran bei Toni. Well, well, hello there. How does it feel to be the most wanted house flipper in Pinnacove? It seems like the whole town's counting on you at this point. No matter if there's a wall to knock down or another to build, looks like you have all the skills in the house flipping. Now you could easily take care of the Driftwood house renovation. What a shame that town wants to keep its ugliest house status. Can't argue with that. Dankeschön für deine letzten 15 Videos. Vielen, vielen lieben Dank. All your clients Dankeschön. As well, like David. He loves how his rental looks now. He's also the one who recommended your services to Florence. Der verrückte And when she asked what I thought about you, I told her you're her best chance at fixing the house she lives in. And I'm sure it needs a lot of fixing since it's made by a Senso. Oh, nothing really. It's just Junior, Kaching, danke für dein BDI. Like a Senso failing to meet their clients' needs. But that reminds me. Remember our failed community center project? I've heard some folks got so fed up with that schon zu viel bestimmt, das kann sein. Ja, das interessiert. Ey, Junior, Mann, was ist denn los mit dir? Whoa.
What can I say? Dankeschön für deine 100 Biddies. Vielen, vielen lieben Dank. Everyone shares news with me. And thanks to that, you can be up to date as well. So if the Driftwood House job ever opens again, be sure I'll let you know. Take care. Kira, wie war dein Stream noch? War noch gut? Hast du noch was erreicht? Hast du noch was geschafft? Hast du überhaupt noch was gemacht im Spiel? Okay. Warum streicht mir da nicht? Jetzt aber wirklich Pause, sonst habe ich keine weiteren wie Lino. Nee, wie ich den Tag gesagt habe, denkt dran, ne? Es ist auch noch irgendwann der Marathon. Wenn man Bock hat und da, man da was machen will, dann soll man lieber bis dahin warten und was aufheben. War das nicht? Ey. Oh, verdammt, jetzt habe ich zu viel rausgerissen. Ich mache lieber so. Besser. Das macht jetzt 3,50 Mark. Oha. Ey, Alter, der Junge, der kloppt überall rum. Okay, der kloppt ein bisschen sehr schnell, ne? Wie konnte man das nochmal, so, ne? Vorsicht mit der Spaltseite. Da muss man immer mit aufpassen mit dieser Spaltseite. Bin noch gut vorangekommen. Sehr schön. Hochprofessionell. Einfach die Steine an die Wand. Und an der Wand ist gar kein Putz. Einfach, kein nichts runter, keine Mische. Einfach nur hoch. Zack. Ich gehe aber wieder pennen, junge Dame. Alle Geschäftsmänner hier erst gestern, ich heute. Der Lino. Lino ist der größte Geschäftsmann hier. Chris, danke schön für die Löffel, vielen lieben Dank. Kira, bist du noch am PC oder am Handy gerade aktuell? Da muss ich nochmal nachstreichen hier, ne? Verdammt. Handy, bin am Essen. Ah ja, okay. Guck mal. Eggy WB. Das ist doch was, oder? Da kann man mitarbeiten, auf jeden Fall, Kira. Ja, deswegen habe ich dich gefragt, weil am PC hättest du natürlich noch besser gesehen. Hättest du ganz groß gesehen. Hättest du die wirkliche Größe gesehen. Und die Süßigkeiten. Hm. WB, du Lappen, sagt er zu seinem Bruder. Gibt es doch nicht. Süßes oder Saures? Mhm. Mhm. Bauen? Hä? Ach ja, oh, ich bin aber auch. Bin aber auch ein Dussel. Stimmt ja, du musst ja gar kein Loch machen. Der macht das Loch ja automatisch, wenn du eine Tür einsetzt. Ja, super. Toll. Ganz klasse. Bratwurst, Kartoffeln und Mischgemüse. Punkt. Perfekt. Top. So. Kaufen. Tür. Hier ist es doch. Mein Gott. So, den können das weg. Fußboden. Da. Oh. Das hat er gar nicht gesehen. Das habe ich auch noch draußen gelegt. Dass das überhaupt geht, das finde ich auch ein bisschen doof, ne?
So. Ach so, ich dachte gerade, das sah gerade so komisch aus. 6 will ein Schreibtisch auch, ja, okay. Dann machen wir die Schränke hier hin. Nee, Schreibtisch dahin, würde ich sagen. Stuhl auch dahin. Schrank. Dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regal. Der Teppich. Und eine neue Uhr. Passt, ne? Der Raum fertig, ne? Also, ja, naja. Gut, müsst ihr wissen. Und hier draußen bleibt denn so, ja? Ah, ne, okay. Hier draußen wird auch noch gemacht, okay. Na gut. Haben wir hier Müll liegen? Ne, nur verkaufen sollen wir hier, ne? Ja. Fernseher soll nicht verkauft werden. Noch was? 3-mal die Stühle? Okay. Da stellen wir auch mal hier oben drauf. Junior, danke schon wieder, Lurk. Ich gebe mal in die Lurk. Kind kommt bestimmt gleich. Jawohl, mach das. Mach das. Wo will er denn die Tür haben? Na, die haben wir doch da schon. Achso, ich sah auch abgehakt. Weiß ich jetzt nicht, das war doch vorher eigentlich auch nicht schlecht, oder? Farblich passt das aber alles jetzt hier gar nicht mehr rein, Kollege, ne? Vor allem 2 verschiedene Farben. Also das ist, naja, wie gesagt, muss er wissen. Um Himmels Willen. Ja gut, der geht eigentlich hier. So. Das passt einfach gar nicht. Das sieht klar, man kann es ja selber auch noch anpassen, ändern die Farbe, ne? Aber ich nehme es halt so, wie sie es mir vorgeben. So wie der Kunde es verlangt. Und was soll das hier mit dem Tisch? Der will jetzt wirklich hier noch ein Esszimmertisch hin haben, ja? Wie gesagt, müsst ihr wissen. Das ist nicht mein Bier. Junge, das ist doch keine Cafeteria. Was ist das denn jetzt? Nee, jetzt bin ich mal gespannt, was er hier gestrichen haben will.
Achso, die Seite, ja, stimmt. Stimmt. Hilfe. Eigentlich ein geiles Haus, oder? Kann man schon sagen. Würde ich jetzt so behaupten. Aber nicht so, wie er es hier gestalten will. So. Farbe. Wie sieht's oben aus? Es ist voll geil hier mit der Dachterrasse auch. Richtig schick. Hier. Schlafzimmer auch top. Und unten, das Wohnzimmer sieht jetzt so beschissen aus, wirklich. Hier kannst du auch schon kacken. Was macht denn der da mit einem Tennisball? Aus dem Hui in Pfui, oder wie sagt man? Ja, zumindest das Wohnzimmer ist Pfui, ja. Der Rest, den finde ich eigentlich top. Hier ein Fernseher? Nein, okay. Der Rest ist eigentlich top, aber auch das Zimmer, das ist, naja, komm. Jetzt bin ich selber mal gespannt, wie er das Zimmer hier jetzt haben will. Verkaufen, okay. Bin ich mal gespannt, was das jetzt hier werden soll. Gut, die Wände wären jetzt auch nicht so mein Ding, ne? Ah, es soll Toilette werden. Stimmt. Nee, das soll keine Toilette. Ja, doch, schon, irgendwie. Hä, wieso sagt er denn hier eine Tür? Komisch. Da steht wieder bauen. Warte mal. Was? Was?